So, willkommen zurück zu Indiana Jones und der Turm von Babel. In der letzten Folge haben wir genau den zweiten Stein auf die Druckplatte geschoben und die zweite Brücke damit zusammengefügt quasi und sind dann noch ein bisschen hier in dem Gebirge rumgehopst. Und unsere Freunde, die Sowjets, sind auch wieder mal hinter uns hergekommen. So, jetzt sind wir hier in diesem Raum da. Hier war vorher noch Wasser drin. Das habe ich da oben abgestellt. Oh, warte mal. Gerade eben wollte ich noch sagen, ich habe jetzt keine Ahnung, was ich tun soll, weil der Stein steckt ja da drin, aber ich glaube, mir ist da gerade eine Idee gekommen, weil ich wusste ja auch nicht, was ich mit dem Stein hier anfangen soll. Aber als ich hier gerade hochgeguckt habe, ne, da ist ja hier wieder so eine Art Leiter, ne? Und da komme ich ja theoretisch... Nee, da komme ich so nicht ran. Wenn ich aber diesen Klotz hierher ziehe... Dann müsste ich da ja... Genau. Dann müsste ich da hinkommen. Und kann das Ding hier hochklettern. Damit könnte ich jetzt theoretisch hierhin wieder gehen, aber die geht ja noch weiter. Da komme ich nur wieder ganz nach oben, aber was bringt mir das denn? Kann ich da oben doch irgendwas übersehen? Ich weiß es gerade nicht. Na egal, sehe ich ja gleich. Also ich muss schon sagen, die Farbe hier, die ist schon irgendwie cool. Also ich weiß nicht. Irgend so ein... Boah, das ist... Nee, ich weiß nicht, das ist irgendwie, schön. Ja, egal. So, da drüben ist der Knopf, der das Wasser abgestellt hat. Aber sonst ist doch hier nichts, oder? Nee, und da hoch komme ich auch nicht, oder? Nee. Das scheint nicht zu funktionieren. Pff. Soll ich mal den Knopf drücken? Oh. Oh. Oh Mann, das war das Rätsels Lösung. Ja klar, oh Mann. Hä, warum ist denn da jetzt... Könnte ich da theoretisch... Nee, da ist jetzt so eine Dingens vor. Hm. Wie soll das denn gehen? Wo soll denn das Wasser dann abfließen? Hm. Na, egal. Aber da müsste ich sicher da oben dann jetzt diese Brücke... zusammengefügt haben. Genau. Warum ist denn da unten eigentlich so eine Brücke? Was ist das denn? Oh, da ist ein... Da ist ein See. Cool. Okay, das heißt zumindest, dass das Tal hier zu Ende ist. Dann gibt es also keine weitere Brücke wahrscheinlich, die ich irgendwie aneinanderfügen muss. Was ist das hier? Okay, da geht's nach unten und da geht's nach oben. Hm, wohin zuerst? Ich gehe einfach mal nach unten. Nicht, dass da wieder irgendwie Gold liegt. Hm, scheint mir irgendwie gar nichts zu liegen. Wow, hier ist einfach nichts. Was sind das denn hier für... Kackschluchten. Verdammt. Wieso gibt's hier nichts? Und vor allem, wieso gibt's hier den Weg nach unten? Ich meine, wenn ich da runterfall, dann bin ich sowieso tot. Da hilft mir im Weg nach oben auch nichts mehr. Oh.
Heilkräuter oder so wären auch mal ganz nett. Da hätte ich ja eigentlich am meisten drauf spekuliert, dass ich davon was finde, aber irgendwie... meinten die Entwickler wohl, ja, hier ist ein schönes Tal, da könnte eigentlich nichts wachsen, aber keine Heilkräuter. Na, von mir aus. Dann halt nicht. Oh, das ist ja aber schon alles ziemlich hart verwinkelt immer. In diesem Level, muss ich schon so, muss ich schon sagen. Also, das ist ein bisschen... Da verliert man leicht den Überblick. Ist da was? Irgendwas? Nein? Okay. Nein, ich... Oh, nee. Ich wollte da doch gar nicht runter. So, hier geht's wieder nach unten, ne? Wenn da jetzt nichts ist, dann kriege ich hier aber langsam. Ich meine, so viele Schätze habe ich noch nicht gefunden. Da müsste ja theoretisch auch wieder 10 geben. Nein, hier ist natürlich auch nichts. Oh, okay, so kann man sich täuschen. Ich wäre jetzt fast so weit gegangen und dann nicht... Ich war schon kurz davor, da nicht runter zu gehen. Ah, ist das vielleicht die Taktik von den Leuten hier? Die geben mir die ganze Zeit solche Schluchten vor, wo ich dann runtergehe und da ist nichts. Und wenn da mal einer was ist, dann denken sie, ja, da geht der bestimmt nicht runter dann. Weil er die Schnauze gestrichen voll hat. Hätte funktionieren können, aber ich hab doch noch nachgeguckt. So, was haben wir jetzt hier noch? Ich guck mal runter. Ja, okay, da ist natürlich wieder nix. Wäre auch zu schön gewesen. Kann ich nicht von da schon rüberspringen? Das könnte theoretisch... Ja, knapp, aber es hat funktioniert. Hm, da scheint was drin zu sein. Ach nee. So, was haben wir jetzt hier? Oh, guck mal. Ja, das nehme ich doch gerne. Heilkräuter. So, mehr hat's da unten nicht, ne? Nee, ich glaube, da würde ich auch nicht mehr hochkommen. Oder hat's hier noch irgendwas? Nee. Also wieder nach oben. Ich geht's auch schon wieder nach unten. Das ist... Ah. Ja, hier war natürlich auch wieder nichts. Warum? Die wollen damit... Die wollen einen damit echt hinters Licht führen. Die wollen einen verarschen. Oh, was war das denn? Hauptsache über jede jede Schlucht so machen, dass man... runter kann. Okay, was ist jetzt hier los? Aha. Was ist das denn für ein Kopf, ey? Ja, Hilfe. Oh ne, eine Peitsche bringt mir da wenig. Jetzt auch wieder nichts. Ein Uhu-Kopf. Wie das hier aussieht, wieder Hilfe. Erstmal Licht machen. Ja. Wow. Okay. Das sieht durchaus interessant aus. Soll ich erstmal runter oder erst nach oben? Oh Mann, ich weiß es schon wieder nicht. Oh oh. Thank you.
Oh, was ist das denn? Da brennt schon. Oh, da brennt die Fackel schon. Na, das ist aber auch seltsam. Hier war seit Hier war seit 1000 Jahren niemanden, aber niemand hab, aber Hauptsache die Fackel hier ist am Brennen. Oder dieses Feuertopfgefäß. Oh, ich höre Wasser. Ist auf jeden Fall eine Tür. Ja. Mit etwas Anstrengung könnte ich das vielleicht bewegen. Das hat nicht so recht geklappt. Ha, okay. Wo bin ich denn hier? Ah, warte mal, ich glaube, das Ding hier habe ich schon mal gesehen, von unten. Ja, das kann sein. So. Komme ich da wieder nach oben? Das könnte ich mir gut vorstellen. So, was haben wir hier noch von Kollegen? Das sieht mir jetzt mehr aus wie irgendwie so ein ägyptischer Totengott oder so. Oder irgendwie so ein Anubis. Ah, so ein bisschen schon, ne? Aber ich glaube, das ist nicht ganz die richtige Region dafür. Das wäre wahrscheinlich... Aber ich muss schon sagen, also das da drüben sieht ein bisschen aus wie ein Anubis und das Ding hier sieht so ein bisschen aus wie so eine chinesische Statue, ne? So ein... Oh Mann. Was tue ich denn? Ist das wie so ein Hund oder so, ne? Das hier sieht schon eher wieder nach was Südamerikanischem aus. Naja. Gut, vielleicht hatte da ja auch Aserim seine Finger im Spiel, wer weiß das schon. Obwohl, der war wahrscheinlich kaum in China. Ob der in Ägypten war, ist auch fraglich. Naja, egal. So. Machen wir auch mal noch schnell Licht, damit es hier ein bisschen heller wird. So ein frecher Jaguar? Ach, was weiß ich. Auf jeden Fall streckt er mir die Zunge raus. Ich glaub's ja nicht. Du. Nee, ich glaub. Na, ich weiß nicht. Was das darstellen soll. Da hinten könnte doch. Da könnte doch bestimmt ein Schatz liegen. Einfach mal nachgucken. Oh, da liegt tatsächlich einer. Was ist das jetzt? Das Ding hier erinnert mich ein bisschen an den zweiten Indiana Jones Film. Kam da nicht auch mal irgendwie so eine Fratze vor? Na, hier in diesem da bei der in Indien. War das da? Ich glaube, da kam auch mal so eine Fratze vor in irgendeinem Schrein oder so. Kann das sein? Na, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaub zumindest, dass sowas in der Art sein könnte. Es ist eine Tür, aber ich scheine sie von dieser Seite nicht öffnen zu können. Ha? Okay. Hä, habe ich irgendwas übersehen? Muss ich ja fast. Ist gerade nicht. Es scheint sie von dieser Seite nicht öffnen zu können. Was soll das denn bedeuten? Ja, ich schau mal nochmal schneller runter. Hier ist ja nichts, ne? Nee.
Hä? Ja, da, hä? Das ist ein bisschen... Mal gucken. Hier vielleicht irgendwas übersehen? Oh. Oh Mann, ich bin auch so ein Idiot. Ich habe gedacht, das macht einfach die Tür hier wieder zu. Ah. Na super. Okay, also alles nochmal. Immerhin, ich habe den Fehler gefunden, beziehungsweise das, was gefehlt hat. Das ist ja schon mal etwas. Ups. Kommt da noch so rauf? Alles klar, mir egal. So, nochmal über diese widerliche Zunge springen. Na, als ob das jetzt so... Hä, wie... Hä? Oh. Achso, das öffnet nur die Tür hier wieder. Okay. Ah. Das sollte klappen. Könnte ich mich da nicht einfach runterfallen lassen? Na, theoretisch wahrscheinlich schon, oder? Habe ich nicht sonderlich viel Bock, da jetzt nochmal durch die ganze Halle latschen zu müssen. Ich glaube, ich lasse mich da einfach runterfallen. Aber wie ich das mache, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch eine Bewertung da. Ihr könnt mich auch gerne abonnieren. Ich freue mich über jedes Abo. Und ja, dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge von Indiana Jones und der Turm von Babel. Bis dann. Tschüss.